Schauer, Gucker, die kleine Liederapotheke geht live. Und ihr merkt schon an meinem unruhigen Blick, ich schaue entweder zu Instagram und sage, hallo, wie schön, dass ihr da seid. Oder ich schaue zu euch auf YouTube oder Facebook, wo auch immer ihr euch zugeschaltet habt. Ihr seid herzlich willkommen hier bei dem ersten Tag von 6. Weil 6 Mantren, 6 Lieder zur Selbstregulation on the go, der kleinen Liederapotheke, und ich zeige sie euch gleich mal. Wo findet ihr die kleine Liederapotheke? Ihr findet sie bei mir in meinem Portemonnaie. Dort ist sie. Das kleine, niedliche, schnuckelige Heftchen. Ich habe es letztendlich für mich gemacht, aber man kriegt sie bei mir, wenn man sich für meinen Newsletter anmeldet, und dann kriegt man dieses PDF zum selber basteln, denn manchmal braucht es einfach irgendetwas, wie zum Beispiel ein Lied, was einen unterstützt im Alltag, wenn es einem gerade nicht gut geht. Und was heißt denn das, wenn es einem gerade nicht gut geht? Zum Beispiel, ich bin gerade original eine Minute, bevor ich live gegangen bin, angerufen worden von der Grundschule, und meine Tochter hat sich gemeldet. Was für ein Timing, Gott sei Dank, alles gut. Ich kann mit euch live sein und wir werden gleich das erste dieser 6 Mantrenlieder singen, damit ihr mit mir durch meine Begleitung in das Singen kommt. Denn wenn es jetzt noch keine Selbstverständlichkeit sein sollte, für euch eure Stimme im Alltag erklingen zu lassen, zu nutzen, einfach so für euch, wo auch immer ihr gerade seid, zu Hause, in der Küche, im Auto, obwohl dann dürftet ihr jetzt nicht live geschaltet sein. Singen hilft. Singen wirkt sofort auf unsere Nerven, auf unsere Psyche. Es ist etwas, was wir viel zu wenig tun, viel zu sehr außer Acht lassen, weil es ist nicht mehr unsere Kultur, unsere Gesellschaft, da ist das Singen sehr auf Bühne, sehr auf Radio und Kultur, also auf Leistung und Wertung verdrängt. Aber unsere Stimme hier, die ist die ganze Zeit da und die ist die ganze Zeit bereit. Egal, ob du einen Ton triffst oder nicht, ist völlig Wumpe, völlig egal. Man muss kein Sänger, keine Sängerin sein und sich auch nicht unbedingt als singend empfinden. Man braucht nur diese Entscheidung und das Vertrauen, und das kriegt man vor allen Dingen durch positive Erfahrung. Und dafür bin ich genau da, dich in diese positive Erfahrung zu bringen mit deinem eigenen Singen, mit deinem eigenen singenden oder auch manchmal nur summenden, gähnenden, seufzenden, lachenden, weinenden Ton. All das sind hier Dinge, Erlebnisse, menschliche Erlebnisse, die wir mit unserer Kehle, mit unserem Kehlkopf erfahren, erleben, und dieses Ventil will geöffnet sein. Und heute geht es um das erste von 6 Mantren, und zwar So wie ein Baum. Das stammt aus der Feder von Singforscher, Pionier der Singforschung, Karl Adamek. Der hat, sein Lebenswerk ist es wirklich nach wie vor auch noch, Menschen ins alltägliche Singen zu bringen, weil es eben uns unendlich gut tut, ob wir Musiker sind oder nicht, ist wirklich egal. Und das Lied So wie ein Baum habe ich jetzt, wenn du jetzt bei Facebook oder YouTube zugeschaltet bist, dann blende ich jetzt den Text ein. Ansonsten bei Instagram habe ich die Möglichkeit noch nicht entdeckt. Aber es gibt überhaupt gar nichts zu leisten. Ihr seid jetzt hier, du bist jetzt da mit mir. Komm einfach bei dir mit einem langsamen und langen Atemzug durch die Nase an. Und seufze, stöhne aus. Das machen wir noch 2-mal, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und here we go. Durch die Nase langsam und lang einatmen. Und ausseufzen oder ausstöhnen. Es kann auch manchmal ein rauskommen. Je nachdem, raus damit. Die Stimme hilft dir. Und ein letztes Mal durch die Nase langsam und lang einatmen. Ah.
tut mir auch gut, nachdem ich von der Grundschule angerufen wurde. Das ist immer ein für alle Mütter. Nein, nicht jetzt. So. Hör mich singen, komm mit mir ins Singen, summe. Und wir singen es erstmal ein paar Mal durch und dann erzähle ich dir noch ein bisschen was zu der Wirkung bzw. zu dem Thema der Verbundenheit und warum ich dieses Mantra gewählt habe und wo es dir helfen kann in deinem Leben. So wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Wald, brüderlich sein, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. Nochmal hoch, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. So wie ein Baum, einzeln und frei. So wie ein Wald, brüderlich sein. Hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Tief in der Erde, fest verwurzelt stehen, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. So, und das war der Erstkontakt mit dem Singen und diesem Lied und eben gerade sind meine Noten hier fast flöten gegangen, segeln gegangen. Spür einfach hinein, was tut es gerade mit dir? Du kannst mir auch gerne schreiben, was ist, wie du dich fühlst. Oder wenn du das jetzt die Aufnahme nachträglich, also nicht live schaust, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, dann spür einfach, wie fühle ich mich während des Liedes, wie fühle ich mich vor allem danach? Und ich kann immer nur von mir sagen, ich spüre sofort, das macht was mit mir. Und wir können das auch mal ohne Klavier machen. Denn wenn ich mit meinem, die kleine Liederapotheke, die ist ja eigentlich für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, sich ein Lied zu merken oder dauernd Lieder im Kopf zu haben. Ne? Man kriegt das ja plus MP3s, wenn man sich auf meinem für mein Newsletter anmeldet, damit man eben wirklich das auf dem Handy, die Melodie hat, den Text in der Hand und dann kann man gucken, okay, was brauche ich irgendwie, es rappelt in der Kiste und dann lese ich, okay, Verbundenheit, Loslassen, Vertrauen, Mut, ich habe extra die positiven Emotionen, die wir haben wollen, hingeschrieben und nicht die, ich fühle mich einsam. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich verloren, ich habe Angst, ich fühle mich unruhig, ich fühle mich belastet, überfordert. All das haben wir eher auf dem Schirm als das, wie will ich mich eigentlich fühlen? Und dieses, wann will ich mich verbunden fühlen? Ich fühle mich verbunden fühlen, wenn ich mich einsam fühle. Und wie oft passiert das? Ja, wir leben in unseren Wohnungen, wir leben in unseren Häusern. Mal sind unsere Kinder dabei, mal sind wir allein, mal mit dem Partner, mal vielleicht auch mit einer ganzen Horde an Menschen, WG oder Familie. Und trotzdem können wir uns einsam fühlen, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, was wir noch nicht erledigt haben, was wir noch nicht erlebt haben, was wir noch nicht geschafft haben. Also wir sind oft in diesem, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht. Und dann fühlen wir uns so unter Druck mit uns selbst, dass wir oft gar nicht
das Gespräch suchen oder die Hilfe suchen bei anderen. Aber wenn ich dieses Lied singe, wenn die sind, also mal ohne, so wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Baum, einzeln und frei, dann habe ich sofort dieses Bild der Baum mit seiner Baumkrone, weit ausladend in den Himmel und den Wurzeln fest in der Erde, so wie ein Baum, einzeln und frei, also ich und ich bin frei, wir wollen uns frei fühlen, das wollen wir, aber wir wollen uns nicht einsam fühlen, sondern wir wollen frei. Und dann kommt in dem Text, so wie ein Wald brüderlich sein, oder für viele ist es auch schwesterlich sein. Ah, so wie ein Wald. Ach ja, ich bin nicht ein einzelner Baum. Da sind so viele. Und wir wissen inzwischen auch, Bäume sind miteinander, kommunizieren miteinander, obwohl sie so einzeln und frei stehen. Sie kommunizieren über Duftstoffe und Dinge in der Erde und so. Es ist wirklich faszinierend. Und ganz ehrlich, kein Mensch ist komplett isoliert. Wir, da ist so viel zwischen uns und in uns, was uns verbindet, die ganze Zeit. Das erleben wir oft auch im Singen. Gerade wenn wir auch mit uns alleine singen, gehen wir ein Stück rein in diese Verbundenheit. Die Stimme allein schon erklingen zu lassen, unsere Stimme, macht schon etwas. Also singen wir es nochmal ohne Klavier. So wie ein Baum, einzeln und frei. So wie ein Wald, brüderlich sein. Und dann? Hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Ah, ist das ein schönes Gefühl. Tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. Und weil es so gut ist, gleich nochmal. Hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. Macht das was mit dir? Sollte etwas mit dir machen? Aber mir ist total bewusst, ich habe mir diese Selbstverständlichkeit erarbeitet. Die Selbstverständlichkeit des, ich singe ein Lied. Und es war nicht mal dann Selbstverständlichkeit, als ich schon Sängerin war. Als ich nur auf die Leistungsebene, auf die künstlerische Ebene geschaut habe, auf die Bühne gegangen bin und gesungen habe, da hatte ich Angst zu versagen. Ja, ich habe es geliebt, aber ich habe Angst gehabt zu versagen, also war ich auch eher in dieser Festigkeit, weil Angst macht fest und dann ist es, braucht es Zeit, bis man da rauskommt. Aber in dem Moment, wo ich in das, und da habe ich nicht im Alltag gesungen, da war ich nicht selbstverständlich damit, meine Stimme im Alltag einfach so erklingen zu lassen und irgendwas zu singen. Überhaupt nicht. Aber als ich weitere Erfahrungen gemacht habe, ganz andere Erfahrungen mit dem heilsamen Singen eben, von Karl Adamek und Karina Eckes, heilsames, lauschendes Singen, dazu gehört auch dieses Meridian-Mantra, so wie ein Baum, habe ich die Erfahrung gemacht, oh, da hängt der Hammer, wenn es um Singen geht. Meine Stimme ist wie ein eigenständiges Wesen, was die ganze Zeit für mich da sein will, was mir helfen will, Energien, die im Körper, in den Muskeln, in unseren Zellen festgehalten sind, wie alle mögliche Energie, die, wie alles, was uns hektisch gestresst sein lässt oder ärgerlich, wütend, über die Stimme raus zu entlassen. Das ist wie ein Katalysator. Das potenziert auch nochmal das Entspannen, nicht nur das Ausatmen, tief einatmen, tief ausatmen, entspannen, sondern das die Stimme mitzunehmen, macht es, verstärkt diesen Effekt. Und je länger ich singe, desto mehr passiert ja auch im Körper. Wenn ihr meine Arbeit kennt, dann wisst ihr das. Nach mindestens 20 Minuten einfach so singen, summen, was auch immer, Singsang singen, baut der Körper Stresshormone ab und Glückshormone auf. Und
das Tolle eben, was noch passiert ist, Oxytocin, das Bindungshormon, wird ausgeschüttet. Bingo! Und das passiert einfach nur, weil du singst oder summst. Nicht, weil du singen kannst. Das wiederhole ich nochmal, weil das ist ganz wichtig. Die positive Wirkung, diese heilsame, tiefenpsychologisch wirkende Wirkung der Stimme, deiner Stimme, jetzt schon, ist da dir für dich zugänglich, ob du glaubst, singen zu können oder nicht. Ob du gerne singst oder nicht, ist egal. Wenn du singst, das passiert. Wenn du summst. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, okay, mich selbst wahrnehmen, was brauche ich gerade? Das ist auch schon, überhaupt, mich wahrnehmen, mich erhören. Was brauche ich? Und dann sagt vielleicht eine Stimme, ich brauche eine Pause. Oder ich brauche Hilfe. Oder ich weiß nicht genau, was ich brauche. Und dann kannst du meinetwegen irgendein Lied singen, einfach irgendwo anfangen und spüren, okay, was macht es mit mir? Tut es mir gut? Wir singen nochmal zusammen. Wir singen jetzt nochmal ein paar Minuten, so wie ein Baum, einzeln und frei. Und ich bitte dich, geh ins Singen mit hinein. Und wenn du den Text jetzt nicht vor der Nase hast, lies von meinen Lippen ab oder summe die Melodie mit. Hauptsache die Stimme, der Stimmklang bleibt. Die Stimme bleibt im Klingen. Fest verwurzelt stehen.
so wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Wald, brüderlich sein, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen. Und spüre nach in der Stille. Vielleicht spürst du ein Kribbeln, eine Energie, die anfängt zu fließen. Vielleicht hast du aber auch das, ein bisschen das Gefühl von etwas shifted, wechselt von vielleicht Aufregung oder nicht ganz, weiß nicht genau, in Gedanken sein und jetzt mehr im Körper wieder sein, mehr wieder im Wahrnehmen. Und ich habe gerade, ja, wie schön, es freut mich, dass es dir so gut tut. Aber ich habe eben gerade gesehen, da sind noch so viele, ach, wie schön. Ja, es holt ganz viel Trauer hoch, lese ich hier. Ja, ja, und das ist, du, da bist du nicht die Einzige. Und es muss nicht mal so sein, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe gerade Trauerfall, mehrere Trauerfälle tatsächlich in meiner Familie gehabt. Da ist Traurigkeit, aber ich kenne das so gut, dass sobald wir ins Singen kommen und bestimmte Melodien, bestimmte Worte, die wir singen, die holen, das ist wie eine Angel, die wir in ein Gewässer, dessen Tiefe wir nicht kennen, nämlich uns selbst. Wir schmeißen diese Angel und dann über das Singen fischen wir, kommt da irgendwas hoch, was so ganz lang vergessen, was im Alltag irgendwie keinen Platz findet. Im Alltag findet überhaupt so vieles keinen Platz, was eigentlich zu uns gehören sollte die ganze Zeit. Und dann kommt einfach nur ein Gefühl, eine Traurigkeit zum Beispiel, ein Schmerz. Und es ist gut, dass der hochkommt. Wir können ihn fühlen und wir müssen nicht mal wissen, was das gerade ist, aber wir dürfen ihn für einen Moment halten bei uns und auch mit diesem mit einem Stimmenklang macht es mal mit, legt eure Hand, wenn ihr das angenehm findet, ihr müsst es nicht machen, es ist immer alles ein Darf, eine Einladung. Wenn ihr eure Hände hier hinlegt, spürt ihr noch mehr auch die Resonanz der Stimme. Könnt ihr auch immer mal wieder bei manchen Tönen, wo ihr merkt, oh, da ist eine besondere, irgendwas ist da besonders, irgendwie will ich davon mehr, etwas von mir will mehr von diesem Ton, von dieser Resonanz, von dieser Schwingung. Und diese Selbst, diese größere Selbstverständlichkeit, mit sich über seine Stimme in Kontakt zu kommen, sei es über das Singen, über das Summen, über das Seufzen, Stöhnen, sich auch zu erlauben, zu weinen, zu schluchzen, zu heulen oder auch eben Geräusche zu machen, sei es komplett im Alltag irgendwas, spielerisch und frei mit seinem Stimmenausdruck zu sein, das verhilft dazu, dass eure Lebensenergie, eure Vitalität viel mehr in Fluss kommt.
dass ihr viel mehr auch Lebensfreude empfinden könnt und ein stärkeres Empfinden von ich bin bei mir und ich weiß, wer ich bin und ich drücke mich aus, erfahrt. Und das ist auch etwas, wohin ich mit euch arbeite, wenn ihr zum Beispiel zu mir ins Einzelcoaching plus Sing-Retreat kommt. Dort arbeite ich eben erstmal einzeln. Anhand von stimmlichen Themen, Atmung und Stütze, erster Termin, laut und leise, zweiter Termin, hoch und tief, dritter Termin und hell und dunkel, vierter Termin, da arbeite ich mit euch anhand eurer Stimme durch diese Themen, scannen wir praktisch durch euer körperliches, emotionales Sein und bringe euch raus aus diesem Wertungs- und Erwartungsdenken und Leistungsdenken. Und es darf wieder in eine Natürlichkeit kommen, in eine Authentizität. Und das überträgt sich in den Alltag. Es gibt auf einmal mehr Leichtigkeit. Es gibt auch einfach mehr zu lachen, weil es nicht mehr so hart und schwer ist. Und ich habe absolut Grund, ganz viel zu trauern. Aber trotzdem, es gibt so viel auch immer wieder zu lachen. Und das darf alles auch nebeneinander her bestehen. Das ist die menschliche Lebendigkeit. Nicht immer nur ein Ton, nicht immer nur stumm und nicht immer nur korrektes Wort und korrekte Lautstärke, sondern von bis. Das in deinem Temperament, ja, muss nicht so riesig sein wie bei mir. Aber ich bin ja auch diejenige, die dir verhilft, aus deinen Blockaden herauszukommen und in einen tiefen Kontakt mit dir selbst zu kommen. Indem ich dich in den Kontakt mit deiner Stimme bringe. Da haben viele Angst davor, aber letztendlich sind sie nachher so glücklich und erleichtert, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Also wenn dich das interessiert, dann schau herzlich gerne auf meiner Webseite www.juliaschönleiter.de, ansonsten Link in Bio für Instagram und ihr findet mich auf alle Fälle. Wir singen zum Abschluss nochmal so wie ein Baum und morgen, ich weiß gar nicht, womit geht es morgen weiter? Das war heute, also ihr dürft euch heute zum Thema Verbundenheit absolut verbunden fühlen. Mit euch selbst, aber auch mit allen anderen. So wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Wald, brüderlich oder schwesterlich sein. Und morgen geht es auch um ein ganz, ganz existenzielles Thema in unser aller Leben, nämlich das Thema Loslassen. Und da werde ich mit euch ein wunderschönes Mantra singen. Fließen, fließen. Also, zum Ausklang dieses ersten, die kleine Liederapotheke live, singe ich noch einmal mit euch das heutige Mantra zum Thema Verbundenheit. So wie ein Baum, einzeln und frei. Ich danke euch für euer Dabeisein. Mitschwingen, mitsingen, neugierig sein, bleibt neugierig aufs Leben, schaut auf meiner Webseite vorbei und schaltet euch morgen wieder, Dienstag um 12 Uhr, YouTube, Facebook, Instagram ein. Also, here we go. Bye, bye. So wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Wald, brüderlich sein, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin, tief in der Erde, fest verwurzelt stehen, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Tief in der Erde fest verwurzelt stehen, so wie ein Baum, einzeln und frei, so wie ein Wald, brüderlich sein, hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Tief in der Erde fest verwurzelt stehen,
hoch in den Himmel, frei zur Sonne hin. Tief in der Erde, fest verwurzelt steht.